Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter an diesem Montag, an diesem Feiertag. Ja, und das Wetter wird schon wieder brisanter werden in den nächsten Tagen. Eine Tiefdruckrinne verlagert sich nach Deutschland und damit werden insbesondere auch teilweise kräftige Gewitter und auch Starkregen wieder ein Thema werden. Wir schauen uns das alles genau an. Und ich kann schon mal vorab sagen, wir machen noch einen kleinen Blick heute im Video so ein bisschen Richtung Ende Mai hinaus, was sich so mittelfristig in der Wetterlage andeutet. Zunächst ein kurzer Rückblick auf gestern. Wir schauen uns mal die Niederschlagsummenkarte an und sehen ganz gut diese örtlichen, teils kräftigen Schauer und Gewitter, die sich gebildet haben, insbesondere über der großen Nordhälfte. Hier lag ein Tiefdruckgebiet und nur langsam um dieses Tief herum, um Tiefs zirkuliert die Luft ja entgegen dem Uhrzeigersinn, haben sich diese Schauer und Gewitter verlagert. Also wie gesagt, nur sehr langsam. Und da haben wir auch ein paar Bilder zugeschickt bekommen. Punktuell gab es mal 30 bis örtlich sogar mal um die 50 Liter Regen pro Quadratmeter aus diesen Schauer- und Gewitterwolken, wo wir ein paar schöne Exemplare zugeschickt bekommen haben. Hier auch von Sebi aus dem Kreis Dithmarschen doch ein schönes Foto, was er dort aufgenommen hat. Ja, wir müssen ein bisschen weiter schauen, vor allem auf den Dienstag, wollen aber kurz natürlich auch nochmal für den Montag einen Überblick geben. Wir sehen mal heute Nachmittag die Situation. Immer noch dieses Tiefdruckgebiet, Reste des Tiefs, die über Norddeutschland mit dem Zentrum liegen. Und wir sehen ganz gut, da bilden sich wiederum Schauer und auch einzelne Gewitter, vor allem im hohen Norden, Teile Mecklenburg-Vorpommerns, nördliches Brandenburg, vielleicht noch knapp bis Berlin, östliches Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Hier kann es wiederum zu punktuellen Platzregen kommen. Das heißt, örtliche Überschwemmungen sind nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, keine großflächige Starkregenlage. Die ganz örtlichen Ereignisse, wo es mal zu überschwemmten Straßen, örtlichen Überflutungen kommen kann. Dann gibt es noch im Grunde nach Süden einen großen Bereich. Da ist es heute eher trocken, auch längere Zeit Sonnenschein. Später ist durchaus möglich, dass aus den Alpen heraus, vielleicht aus der Schweiz, Schwarzwald, Schwäbische Alb, sich einzelne kräftige Gewitter bilden können. Hier bestände auch die Gefahr von Sturm und auch etwas größerem Hagel bis um die 3 cm Korngröße. Einzelne Zellen sind, wie gesagt, im Süden gegen Spätnachmittag und Abend durchaus möglich. Wir schauen uns schnell die kommende Nacht an, da wird es nämlich ruhiger werden. Ich habe im Norden kein Schauersymbol mehr gesetzt. Das zieht sich noch so vielleicht bis 10 bzw. 11 Uhr abends dann nochmal hin. Dann wird es aber spätestens bis Mitternacht hin im Norden auch verbreitet trocken sein. Die Schauer fallen in sich zusammen. Sonst eher eine trockene Nacht und dann so später kommen dichtere Wolken wieder aus den Alpen raus. Das heißt so von der Schweiz, von den Alpen, aber auch von Frankreich her. Hier kann es dann anfangen zeitweise zu regnen und so ein einzelnes Gewitter ist vor allem in der Nähe zu Frankreich zwischen Saarland, Pfalz, vielleicht auch so den Oberrheingraben rein, dass hier vielleicht schon mal Blitz und Donner dabei sind von Resten der Gewitter, die sich heute über Frankreich bilden. Ja, jetzt müssen wir uns den morgigen Tag mal genauer anschauen und da habe ich ein paar Karten vorbereitet, denn es wird wieder so eine Wetterlage sein, dass sich eine Tiefdruckrinne, eine Tiefdruckzone von Süden her, Südwesten, nach Deutschland hereinschieben wird. Und so sehen wir auf der Karte, hier ist hinterlegt mal der Bodenwind, sehen wir ganz gut so eine breite Zone über Deutschland, wo der Wind relativ schwach ist und wo sich eine markante Konvergenzzone einstellt. Sprich, hier ist noch wärmere und trockenere Luft, die drückt aus ostöstlichen Richtungen gegen dann kühlere Luftmassen, die ebenso von Frankreich her auch stabilere Luftmassen, die von Frankreich her so in den großen Süden, Südwesten hereindrücken werden. Ja, und die Modelle betonen immer noch ein bisschen unterschiedlich, wo diese Konvergenzzone liegen wird, wo sich dann morgen im Tagesverlauf die kräftigsten Gewitter bilden werden. Da gibt es nämlich noch die Lösung, dass das Ganze doch eher etwas südlicher liegt, schwerpunktmäßig eher so Rheinland-Pfalz, über Hessen rüber und dann so einen Bogen nach Bayern. Und andere Modelle haben es, wie gesagt, doch schon etwas weiter nördlicher, wo auch größere Teile Richtung Spätnachmittag, Abend vor allem dann auch von NRW betroffen werden, vor allem auch über Nordhessen, Thüringen und eher so ein bisschen Franken und das östliche Bayern. Das heißt, so ganz genau ist noch nicht klar, wo die stärkste Gewitterzone liegen wird. Ein grober Schwerpunkt mit diesem Gürtel von Westen über die Landesmitte bis irgendwo nach Bayern hinein deutet sich aber an, wie gesagt, exakte Schwerpunkte noch etwas fraglich. Die weitere Unsicherheit ist, weil sich ja dann zunehmend auch Wolken und Regenfälle reinschieben, wie viel Einstrahlung, Sonnenschein gibt es wirklich noch im Vorfeld, damit sich nochmal ordentlich Gewitterenergie aufbauen kann? Das sind so ein bisschen die Unwägbarkeiten, wo wir vor allem morgen früh nochmal drauf schauen müssen, wie sich die Lage dann morgen früh genau für den Dienstagnachmittag und Abend darstellen wird.
So will ich ein paar Karten zeigen mit den 6-stündigen Niederschlagsmengen für die Gewitter-Primetime morgen in den Nachmittags- und frühen Abendstunden. Und wir sehen zum einen mal hier die Lösung, da habe ich das französische Wettermodell und das holländische hoch aufgelöste Wettermodell herausgesucht, die doch so die nördliche Variante bevorzugen. Sprich vor allem so die Südwesthälfte von NRW über Hessen, Thüringen und eher so über Franken das östliche Bayern hinein, dass hier die stärksten Niederschlagssignale gegeben werden. Alle Modelle rechnen aber punktuell in kräftigen und Gewittern, die mehr und mehr verklastern werden und auch längere Zeit gewittrigen Starkregen bringen können. Durchaus mal über 50 Liter Regen pro Quadratmeter, aber das ist nicht die große Flächengeschichte, wie beispielsweise jetzt diese Hochwasserlage im Saarland, sondern eher sind es die örtlichen Starkregenereignisse und kleinere Bäche. Die können durchaus mal durch diesen Starkregen schnell anschwellen, also örtliche Sturzfluten sind da durchaus möglich. Ich will noch zwei weitere Modelle zeigen hier, auch die deutsche Modellkette, das Icon D2 von heute Morgen tendiert ein bisschen mehr noch zu dieser südlicheren Lösung, wo mehr eben Rheinland-Pfalz auch betroffen wäre und dann eben nach Bayern so ein bisschen weiter das Ganze doch noch etwas nach Südwesten verlagert. Aber der große Schwerpunkt sollte eher südliches NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, eher so Richtung Franken, östliches Bayern. Das deutet sich so ein bisschen mehr nach den meisten Wettermodellen an. Fassen wir das schnell zusammen, wie es aussieht. Wir haben im Grunde eine Dreiteilung. Fangen wir im Norden an. Hier trockenes Wetter, längere Zeit Sonnenschein. Es wird auch noch mal warm werden im Vorfeld dieser Tiefdruckrinne mit 25 Grad und mehr. Dann haben wir den Übergangsstreifen, den wir besprochen hatten, von Westen über die Mitte, vor allem bis nach Bayern, wo es im Tagesverlauf brodelt und sich hier teilweise kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial, örtlich auch mal durch Hagel und Sturm im Schwerpunkt steht, aber ganz klar der Starkregen mit den Überflutungen. Und dann haben wir noch so diesen stabileren Bereich nach Südwesten und wirklich nach den meisten Modellen ist das Saarland. Ja, im Saarland wird es auch regnen. Es kann auch mal kräftiger regnen. Aber das Unwetterpotenzial, dass hier sehr große Regenmengen nochmal fallen, ist eher nach den meisten Wettermodellen nicht gegeben. Das heißt, das ist dieser stabilere Bereich, der sich später auch von den Alpen, etwa vom Allgäu, über größere Teile Baden-Württembergs so bis zur Pfalz und zum Saarland erstreckt, wo wahrscheinlich das Unwetterpotenzial nicht allzu hoch ist. Morgen, wie gesagt, dazu nochmal ein Update. Und in diesen Bereichen bleibt es entsprechend natürlich deutlich kühler. Jetzt müssen wir auf den Mittwoch schauen, wo die Wettermodelle diese Tiefdruckrinne, die sich bildet, die sich ganz klar weiter nach Norden verlagert, aber auch die wird schon wieder ein bisschen unterschiedlich beurteilt. Es gibt Modelle, die den westlichen Bereich dieser Tiefdruckrinne, das heißt das Tief, was in dieser Rinne liegt, das weiter westlich ist, deutlich stärker betonen, dass sich hier ein kräftiges Tiefdruckgebiet bilden soll. Und so sind wir in Sachen Starkregen, länger anhaltendem Starkregen, Dauerregen noch nicht so ganz außen vor. Insgesamt deutet sich aber an, dass sich auch über Deutschland eher nicht die ganz große flächige Starkregenlage, also so eine Wiederholung vom Saarland sozusagen einstellen wird. Ich will mal zwei 24-stündige Niederschlagsmengen für den Mittwoch zeigen und die meisten Modelle tendieren Richtung ECMWF, dass sich eher langsam diese Zone mit teilweise kräftigen, gewittrigen Regenfällen langsam von Süden nach Norden verlagern wird. Hier sehen wir mal in diesem Wettermodell durchaus mal 40 Liter Regen pro Quadratmeter oder mehr. Punktuell, ich bestehe dabei Starkregengefahr durch Überschwemmungen auch mit Gewittern und dass das langsam immer weiter nach Norden, Nordosten vorankommt. Das Icon-Wettermodell hat eben dieses Tiefdruckgebiet durchaus stärker betont, dieses westliche, und wir sehen eine Starkregenzone mit ergiebigem Dauerregen. Ja, die liegt schon wieder relativ nah auch am Saarland dran, eher aber über Teilen Belgiens drüber, wo hier deutlich über 50, teilweise sogar über 60 Liter Regen pro Quadratmeter berechnet werden, ist momentan nicht die priorisierte Lösung, müssen wir aber wie gesagt kurzfristig auch genauer noch im Auge behalten. So wird es sich wahrscheinlich am Mittwoch so darstellen, mit gewissen Unsicherheiten, wie schnell kommen teilweise kräftige, gewittrige Regenfälle weiter nach Norden und Nordosten voran. Es deutet sich eher an, dass es im Norden und Nordosten noch irgendwo eine Zone geben wird, wo es dann im Tagesverlauf durchaus noch mal schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, vielleicht auch sogar mit Hagel bilden können, eher nach Nordosten. Dann kommen aber wahrscheinlich die Regenfälle weiter nach Norden voran und es kommt doch in größeren Landesteilen mit hoher Wahrscheinlichkeit eher zu einer Beruhigung, noch einzelne Schauer, Gewitter, Regenfälle anfangs noch so NRW, Niedersachsen rüber bis nach Sachsen vor allem. Und dass es eher, man sieht schon, stabilere und kühlere Luftmassen eher so ein bisschen zu einer Beruhigung kommt. Wie gesagt, man muss vorsichtig sein, diese Wetterlage ist irgendwie absolut komplex. Wir hatten das auch schon gesehen bei der Flut im Saarland. Wir behalten das Ganze noch ein bisschen weiter im Auge. Ich will einen kurzen weiteren Trend geben, was tut sich in den weiteren Tagen.
sagen, zweite Wochenhälfte. Ja, und es ist irgendwie, wenn wir auf die Wetterlage am Samstag schauen, es ist wirklich verrückt. Wir sehen weiterhin im Grunde eine ähnliche Großwetterlagenkonstellation. Immer noch beim Blick auf die Höhenwetterkarte eher blockierende Verhältnisse, blockierendes Hoch über Nordeuropa, weiterhin ein Trog von Westeuropa, der wiederum ja so ein bisschen Richtung Alpen, Mittelmeer vorstößt. Also an der Großwetterlagenkonstellation soll sich wiederum gar nichts ändern. So will ich ganz vorsichtig einen ersten Trend geben, was sich so abzeichnet, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich kann nur sagen, es ist sehr verzwickt, es können sich Überraschungen ergeben. Es deutet sich aber eher so an, dass es dann ja so am Mittwoch, am Donnerstag das Ganze über den Norden eher ein bisschen rausziehen wird. Anfangs vielleicht hier noch stärker bewölkt Regenfälle. Dann eher wieder das wechselhafte Schauer- und Gewitterwetter, was wir so ein bisschen haben. Und dann deutet sich so ein bisschen an Richtung Freitag, Samstag, dass es erneut zu einer Wiederholung kommt. Das heißt, eine neue Tiefdruckzone breitet sich wieder aus Süden, Südwesten aus. Es kann wieder zu teils kräftigen Gewittern und Starkregen kommen, was sich dann wiederum Richtung Samstag eher nach Norden ausbreitet. Und das ist die Frage, die sich bei allen diesen Wetterlagen schon immer wieder gestellt hat. Wie schnell und intensiv kommt das Ganze dann wirklich gegen die blockierende Situation weiter auch in den Norden und in den Osten Deutschlands voran? Wie gesagt, die Wetterlage ist relativ brisant. Es kann weiterhin dann auch im weiteren Verlauf zu neuen Starkregen- und Gewitterlagen im Verlauf kommen. Und jetzt will ich noch ein bisschen weiter schauen, was sich dann eben so andeutet Richtung Ende Mai. Ja, und es ist schon, wenn wir uns mal das Mittel aus dem europäischen und aus dem amerikanischen Wettermodell anschauen, das ist Großwetterlagenkonzentration. Nach dem Mittel sehen wir nach beiden Wettermodellen, dass sich auch Richtung Ende Mai eher weiterhin das blockierende Hoch so über Nordeuropa abzeichnet und dass es große Unsicherheiten gibt, was spielt sich südlich dieses Blockings ab. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sich südlich dieses Blockings weiterhin Richtung Westeuropa, Südeuropa weitere Tiefdruckgebiete oder Höhentiefs bilden, die dort mitmischen und eher unbeständiges Wetter bringen. Also im Großen und Ganzen ist das weiterhin eine Fortsetzung dieser Wetterlage, dass uns weiter Tiefs aus Süden, Südwesten erreichen können oder auch Höhentiefs und die Unwettergefahr wäre bei so einer Konstellation weiterhin erhöht. Die große Frage stellt sich, was auch möglich wäre, dass sich mehr und mehr von diesem blockierenden Hoch über Nordeuropa eher ein Omega über Mitteleuropa bildet, so eine Omega-Lage, dass es stabiler wird und dass es vor allem auch wärmer wird. So zeigt uns einfach mal so ein bisschen aus der Glaskugel des europäischen Wettermodells heute, zeigt uns Ende Mai ein richtig kräftiges, blockierendes Höhenhoch über Nordeuropa, teilweise bis nach Norddeutschland reichend und uns würden immer wärmere, teilweise heiße Luftmassen dann erreichen aus Süden. Aber wir sehen diese Instabilität mit rumeiernden Höhentiefs am Südrand dieses Blockings. Also man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt. Insgesamt eine große Änderung dieser Großwetterlage deutet sich nicht an. Also es könnte sein, dass es so weitergeht und das würde vor allem auch bedeuten, dass es im Norden vielleicht sommerlich und stabil bleiben kann und nach Süden hin eher weitere Unwetterlagen ein Thema werden. So, das soll es aber für heute gewesen sein. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Morgen gibt es natürlich das nächste Update, morgen früh schon. Bis dann und ciao.